Herzlich willkommen zu einem neuen Video von SimpleLifeStories.net. Mein Name ist Monia und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Project Life App bedient. Project Life ist eine Marke von Becky Higgins, von BeckyHiggins.com, und die erstellt Scrapbooking-Karten, mit denen ihr ganz einfach das scrappen könnt. Und das Ganze funktioniert jetzt auch digital, und dazu hat sie die Project Life App entwickelt, die ihr für nur 99 Cent im App Store bekommt. Ja, diese Project Life App kommt mit verschiedenen Layouts, die ihr befüllen könnt, und mit ein paar Kits, sodass ihr direkt loscrappen könnt für so kleines Geld. Das Schöne ist, man kann nicht nur Scrapbooking-Sachen machen. Man kann auch zum Beispiel Kochbücher erstellen. Ja, und das wollen wir einmal machen. Und zwar habe ich dazu hier mal ein Layout rausgesucht. Und da könnt ihr auf der rechten Seite ganz kreativ vorgehen, egal welches ihr wählt. Viele Designs sind schon enthalten und ein paar halt nicht. Dann könnt ihr die auch wieder für 99 Cent mit einem In-App-Kauf nachkaufen. Und ja, da würde ich genau einmal schauen, was ihr denn da benötigt, weil das ist wirklich beliebig. Je nachdem, welches Feld ihr habt, ob dieses grüne rechteckige oder diese orangenen hochkantigen, könnt ihr die befüllen, entweder mit Bildern oder mit Karten. Die Karten sind abhängig von der Größe sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal da drauf klicke, dann habe ich hier einmal ein kleines Bild oben links und dann rechts zwei Blätter übereinander. Wenn ich auf das Bild klicke, kann ich ein Bild einfügen aus meinen Bildern, die ich auf dem iPad habe oder auf dem iPhone, da geht das nämlich auch. Oder aber ich klicke auf dieses Feld, dieses doppelte Papier, was da liegt, dann kann ich ein paar Karten einfügen. Ja, und jetzt seht ihr hier oben meine Kits, teilweise die ich gekauft habe, teilweise die schon dabei waren. Und gestern habe ich einmal das Halloween-Kit gekauft, weil ich möchte ein Halloween-Rezept für euch machen. Deswegen nehme ich einmal das Kit jetzt. Und ihr seht schon hier, passend zu dem Feld gibt es jetzt die Title Cards und die Journaling Cards. Also Journaling, um etwas draufzuschreiben, und Title Cards einfach, um einen Titel drauf zu packen. Und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an und packen da einen Titel drauf. Ich will euch jetzt nur mal ganz grob den Überblick geben, wie das Ganze funktioniert. Die fertige Karte, also das fertige, bekommt ihr später. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr euch mal angucken, zu Hause ausdrucken, wie ihr mögt. Also hier kann ich einfach auf die verschiedenen Karten tippen und schwupps ändert sich das Bild. Also ganz easy gemacht. Und ich nehme jetzt mal einfach irgendwas hier und schreibe dann Kürbissuppe da rein. Das tue ich, indem ich jetzt auf diesen Stift klicke. Und dann kann ich auch schon losklippen. Kann ich auch schon lostippen. Das ist mein Kürbisboot. Und unten kann ich noch einiges ändern. Neben der Schriftart und der Farbe kann ich die Größe noch ändern. Hier seht ihr die Farbe. Jetzt mache ich mal einfach ein Orange. Damit man das jetzt besser sieht, würde ich sagen, machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Wenn ihr auf das X geht, geht das weg. Wenn ihr links auf den Pfeil klickt, könnt ihr eine andere Option wählen, ja, und dann einfach ein bisschen größer machen. Und das war's dann schon. Ihr könnt aber auch noch mal andere Sachen hier ausprobieren. Fond zum Beispiel, jetzt habe ich noch mal die Größe erwischt. Da gibt es dann verschiedene Schriften. Oder ob ich das Ganze zentriert, links, rechts oder mittig haben will, also im Blocksatz. Könnt ihr euch ebenfalls aussuchen. Hier sind die verschiedenen Schriften. Jetzt fehlt das Ü, das ist halt eine amerikanische App. Also schauen, wenn ihr so eine Umlaut da drin habt, dann guckt halt da. Ich kann aber noch weitere Schriften kaufen, wollen wir jetzt nicht. Aber ihr seht auch wieder da nur 99 Cent. Also es macht euch wirklich nicht arm, das mal auszuprobieren, weil es macht nämlich richtig Spaß. Und vor allen Dingen habt ihr die Bilder, die ihr den Tag über macht, oder halt auch so Rezepte immer zusammen und könnt daraus auch ein schönes Fotobuch machen. Jeder von euch hat bestimmt schon mal diese Fotobücher gesehen, die es überall gibt. Mit dieser App ganz einfach Karten erstellen, Layouts erstellen, zusammenpacken, im Buch einfügen und schwupps hat man sein Buch fertig. Ja, jetzt habe ich mal auf das Bild geklickt, weil ich möchte mal hier ein Foto einfügen. Und zwar eins von dem Kürbisbrot. Ihr seht rechts meine ganzen Bilder. Das ist der Teich vom Kürbisbrot, den wir gemacht haben. Könnte ich jetzt nehmen. Es gibt natürlich noch andere Fotos, die wären vielleicht schöner. Aber damit ihr mal einfach seht, wie das Ganze jetzt funktioniert. Ja, und hier kann man nochmal eine Karte einfügen, wieder auf dieses doppelte Blatt klicken
Und ihr seht, da sind wieder diese Title Cards und die Journaling Cards. Das ist natürlich jetzt ein bisschen weniger hilfreich, damit ihr auch mal die anderen sehen könnt. Aber hier nochmal die Journaling Card. Auch einfach drauf tippen und ihr seht, damit ändert sich das Ganze. Könnt ihr euch immer was aussuchen, was schön zum Rest passt. Und da dann euren Text eingeben. Was ich jetzt noch im Kopf habe, waren irgendwie 500 Gramm Mehl, die man dafür braucht. Und auch Kürbis. Mache ich das Ganze ein bisschen kleiner, damit mehr drauf passt. Ganze Zutaten zusammen. Ihr müsst natürlich auch gar nicht das Halloween-Theme nehmen. Ihr könnt euch was ganz anderes aussuchen, was für euer ganzes Kochbuch passt, wenn ihr möchtet. Also seid ihr ganz frei und könnt ihr euch überlegen, ob ihr immer wieder neue Sachen haben wollt, passend zur Jahreszeit, oder ob ihr wirklich ein Theme nehmt für alles. Ne? Also da könnt ihr ebenfalls ganz kreativ vorgehen. Ja, so jetzt, um euch das mal zu zeigen. Ihr seht, hier könnt ihr alle Zutaten auflisten, überhaupt kein Problem. Da passt noch einiges drauf. Notfalls kann man auch noch eine zweite Karte nehmen. Und da kann man dann wieder Fotos vom Machen einfügen oder halt einfach weitere Beschreibungen, Zutaten, was auch immer ihr da noch eingeben möchtet. Und so habt ihr ganz schnell eure Seite mit dem Rezept fertig. Ich will jetzt noch mal einmal auf die ganzen Designs gehen, die es gibt. Ich kann das einfach so lassen, wie es ist, und dann einfach nur auf ein anderes Design klicken. Und ihr seht schon, das passt sich dann automatisch an. Und ich wollte jetzt einfach nur noch mal so ein orangenes Feld da drin haben, um euch mal zu zeigen, muss ich natürlich die Schrift noch anpassen, aber um euch mal zu zeigen, dass es noch andere Karten gibt. Nämlich jetzt, wenn ich auf diese kleinen Orangenen gehe, gibt es zum Beispiel die Filler-Card und die Journaling-Card. Auch die kann ich wieder ändern, anpassen, neues Design oder einfach eine Füllerkarte reinpacken, wenn ich genug geschrieben habe, um einfach da so ein bisschen kreativ vorzugehen und auch ganz einzigartige Rezepte zu haben. Ist übrigens auch ein tolles Geschenk, wenn ihr so etwas macht. Da könnt ihr wirklich schöne Sachen machen. Also neben wirklich Erinnerungsbüchern, zum Beispiel vom ganzen Jahr, kann man hier auch Kochbuch oder ein Tagebuch oder ja, all diese Sachen, die kann man hier ohne Probleme machen. Also ein eigenes Tagebuch zum Beispiel, wo ihr vielleicht was reinschreibt und dann halt Bilder dazu fügt, würde auch wieder so ein bisschen einem Scrapbook gleichen. Aber ihr seht schon, ihr könnt da ganz, oder ein Reisetagebuch, könnt da ganz kreativ vorgehen. Ja, wie gesagt, schaut unter das Video. Da packe ich die fertige Seite hin, die könnt ihr euch runterladen als A4, könnt ihr euch dann ausdrucken, einfach mal ansehen. Bis dahin abonniert unseren YouTube-Kanal und ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch.